Okay, dann einmal zusammenfassen die letzte Sitzung, bitte. Einen wunderschönen guten Tag. Beim letzten Mal hatten wir ein kleines Gespräch zwischen Mirza und Lady Mirrien, um Lady Mirrien ein bisschen aufzumuntern und ihr auch wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und somit haben wir uns wieder auf dem Weg ins Unterreich begeben. Tief, tief hinab steigen wir und sind aber an eine Stelle rausgekommen, die uns dezent verwirrt hat, denn wenn wir nach oben schauen, sehen wir den Himmel. Ziemlich viel Wald, ziemlich viele Bäume, überall alles Licht von oben hinab. Und somit haben wir uns weiterbegeben, sind mit dem Schiffchen ein Stückchen weiter und sind auch bei der ersten möglichen nicht Abgrenzung, Ufer auch direkt ran und haben ein Wäldchen gesehen, wo wir durch sind. Und uns ist auch relativ spät aufgefallen, oder eher ab einer gewissen Zeit, wo wir da durch sind, ist uns aufgefallen, dass dort kleine Figürchen überall sind von Tieren und allem drum und dran. Wir hatten davor auch schon wohl ein Schild gelesen, von wegen tu dem Wald nichts und er tut dir nichts. Irgendwie so nach dem Motto. Und somit sind wir dann vorsichtiger weiter und haben uns auf die Suche gemacht nach dem, was die Tiere wohl in Figuren verwandelt. Und sind dabei auf eine Höhle getroffen, wo ein Basilisk drin war, gegen den wir dann auch recht gut gefightet haben und ihn erledigt haben. Und da hatten wir aufgehört. Genau, wir hatten aus technischen Schwierigkeiten aufgehört. Und ich habe es nochmal eben so gehört. Ich habe auch den gerade festgestellt, dass ich den Streamtitel noch schnell ändern musste. Ich hatte den falschen drinne. Jetzt ist der richtige drinne. Ja. Ihr könnt euch weiter durch diesen Wald bewegen, wenn ihr das wünscht. Ja. Ich würde weitergehen. Und alles haargenau im Blick behalten. Du möchtest alles haargenau im Blick behalten. Jetzt. Soll ich provisorisch Darüber. meinen Wahrnehmungswurf machen? Nein, nicht nur provisorisch, sondern auch tatsächlich. Sinngemäß halt, ne? Einen normalen oder Vorteil wegen meinem Blick? Also du bist im Wald, du willst beobachten, du machst mal einen normalen. Den würde ich gerne einmal mit meiner Inspiration rerollen. Okay. Hier ist fix weg. Sehr schön, so gefällt mir das. Eine 8, sehr schön. Ja, du gehst weiter. Es ist halt einfach nicht mein Gebiet. Das ist halt immer noch das Gebiet vielleicht von Kiran. Kiran, du kannst mir gerne auch für die nächste Stunde in diesem Dungeon wieder einen Wahrnehmungswurf machen, weil ich gehe davon aus, dass du auch wieder nach Fallen und ähnlichem Ausschau hältst. Ja. So wie immer, genau. Dauert nur, bis mein Charakter steht offen ist. Ja, wie immer, das kennen wir ja schon. Das tut mir leid. Ja, alles gut. Wahrnehmung, ne? Ja. Nee, es war Nature. Okay. Boah, das wird schlechter. Immer schlechter. Der hat doch Time Perception. Ich habe das erstmal auf Nature gedrückt, alles klar. Du hast das erstmal auf Nature angenommen, beim zweiten Mal Perception dann, ja. Aber warum du Nee. jetzt Disadvantage drin hast? Ach, oh, ich sehe die Ergebnisse vom User. Lol. Von vorher. Ja, Aus ja. irgendwie. Wahrscheinlich wegen irgendwelcher. Ach genau, wegen den Rassisten, glaube ich, oder nicht? Ja, stimmt, weil ihr nicht hingeguckt hattet. Ihr hattet die Augen zugemacht, genau. Also der zweite links. Genau, also ihr könnt da bis in die Mitte schon mal reinlaufen. Da passiert erstmal nicht viel. Hier? Ja, genau. Ich deck mal eben hier weiter auf. So, da Die Bücher oben. hinterher, wenn es relevant wird. Genau. Hier oben muss ich mal eben kurz erstmal nachlesen, wie sichtbar das ist. Einen kleinen Moment.
Ihr könnt aber zunehmend ein Stöhnen ausmachen. Ach, das ist ein Fallgitter. Okay, ja, nee, dann darum so. Ja, das. Was für ein Stöhnen ist das denn? Ein sexuelles. Ein unangenehmes, ein gequältes. Also leidet gerade jemand. Würdest du so einordnen? Das klingt, als ob etwas das klingt fast wie so ein Tier, was irgendwie elendig am Verrecken ist. Oder schwer verwundet. Irgendwas in der Richtung, würdest du sagen. So, jetzt mache ich mal eben hier so. Also, werde ich wahrscheinlich zurückgehalten, damit ich jetzt nicht direkt hinrenne. Ja. Muss mal eben hier. Hi. Ah, mir klar. Wenn ich merke, dass du dahin laufen willst, würde ich dich am Handgelenk packen und sagen, ja, wir gehen dahin, aber bitte vorsichtig. Es kann immer noch eine Falle sein, vergiss das nicht. Was sagt denn eure Passive Perception hier? Okay. Kiran. Ja. Dir fällt tatsächlich etwas auf. Du hattest von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass hier etwas in dem Wald euch beobachtet. Und dir war irgendwie bewusst, dass es nicht der Basilisk war. Jetzt kannst du tatsächlich zwischen einigen, auch dank deines wunderbaren Perceptionswurfs, zwischen einigen Bäumen aus eine Gestalt ausmachen. Eine große, breite Gestalt, die euch hinterher trottet. Es scheint sich um ein relativ großes Tier zu handeln. Und du würdest sagen, von der Größe her wirkt das schon eher so wie so ein Bär. Ich würde mir den mal genauer angucken. Ja, wenn du genauer hinschaust, erkennst du, dass es sich wohl tatsächlich um einen Bär handelt, der sich so ein bisschen Abstand von euch hält, sicher, aber dennoch durchaus interessiert wirkt. Hast du Übungen mit Tieren umgehen? Warte. Ich glaube nicht, aber ich gucke trotzdem einmal nach. Doch, ich habe einen Handling. Gut, dann durch die Übung erkennst du das Verhalten. Das Tier scheint ziemlich ausgehungert zu sein. Habe ich Dinge mitgenommen? Nein, der liegt ein toter Basilisk, der schmeckt vielleicht auch. Aber ich glaube, lebende Beute sieht schmackhafter aus. Wo ist geil mal, wenn man ihn mal braucht. Hey, ich, stimmt. Hallo, du willst Beine, den, du willst so den, schnell. Nee, du willst den Bär füttern, nicht besoffen machen. Doch, das ist ja schon. Nach Kohlvergiftung, wenn er geil mal ist. Entschuldige mich für alle Witze, aber. Ich würde mich mal zu den anderen so angucken. Hat jeder von euch zufälligerweise irgendwie so zwei Rationen abzugeben? Ja, warum? Nennen wir es die Flora und Fauna versorgen. Okay. Ich hab keine Ahnung, was du meinst, aber ich hier. Und sie würde dir zwei Rationen hinhalten. Ich drück dir eine in die Hand. Du kriegst zwei Rationen so von mir. Haben wir. Du kriegst. Das wird sowieso so eine Kettensäge, die man nicht stark gestartet kriegt. Eingebliebene Schallplatte. Nee, sie hat, glaube ich, einfach den Mikrofon. Konzentrieren wir uns. Von mir kriegst du drei. Ja, dann würde ich noch zwei dazulegen. Dann würde ich diese 10 Rationen da einfach so hinlegen. Dass man die, also offen, dass man die sehen kann. Okay. Legst du jetzt eine packte Schokoriegel hin? Ja. Also ich würde die auch so aufdecken. Das heißt, wenn sich das Tier jetzt nicht nehmen sollte, kann ich die danach einfach wieder einsammeln.
Okay. Und dann würde ich die da so zum Haufen machen, dass es ein ordentlich großer Haufen ist irgendwie so. Und dann, ja, einfach weiter mit den Leuten gehen. Okay. Mhm. Machen wir trotzdem mal eben, während du es da so hinlegst, einen Wurf mit Tieren umgehen. Danke. Okay, dann geht ihr weiter. Ja. Dann könnt ihr sehen, dass das hier, warte, ich muss mal eben erstmal ping ich euch ein bisschen an wegen dem Stream. Okay, jetzt hat der Stream sich wieder nicht aktualisiert, was ich nicht. So, jetzt wieder. So. Warte mal, ich muss so. Ich muss kurz eben einmal Sachen orientieren hier. Ah, deswegen, okay. Ich weiß, welcher Fehler das war. So, ich mache mal einen kurzen Tipp. So, also ihr könnt sehen, dass hier oben scheint sich das alles ein bisschen in so eine Kristallformation zu verändern. Während hier unten der Wald so weitergeht. Da kann ich tatsächlich auch noch ein bisschen aufdecken. Weil das hier unten, hier kannst du so durchgucken weiter, ne? Mhm. Wenn du dich da oben hinstellst, siehst du ja auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich kann hier tatsächlich mal eben so ein bisschen so machen. So. Und dann sieht man halt noch ein bisschen mehr Wald. Und noch mehr Wald. Und noch mehr Wald. Es ist traumhaft mit so einem hohen Blick. Ja, es ist einfach hilfreich für mich halt auch. Habe ich auch für dich genommen. Ich weiß, das bin ich auch sehr, sehr dankbar. Komm, ich mach einfach mal hier so. Und ist das Tageslicht? Naja, da könnt ihr sowieso weit gucken. Ich mach mal jetzt eben einfach so. Dann könnt ihr hier so ein bisschen hingucken. Da geht so ein Stück unter dem, geht das hier so ein bisschen rein. Das scheint halt ein bisschen weiter runter zu laufen. Ne? Aber du kannst eigentlich über die ganze Karte gucken, ne? Weil... Wie viel Fuß ist nochmal eine Meile? Mehr, ne? Etwas über 1000. Ja, deswegen. Ist das mal so eine Meile, so 1600 Meter. Und das dann ungefähr mal 3. Ja, deswegen. Das ja, heißt, und ich kann bis zu einer Meile schon. Ja, deswegen kann ich hier nämlich, da muss ich jetzt nämlich eigentlich nur eben einmal hier so die... Ja, du bist unsere Aufklärerdrohne. Jupp. So... Hier einmal so, weil hier so Gebäude sind, die ihr hier so sehen könnt. Oder die. Bin ich Bären. Die eine Person sehen kann. Sagen wir mal so, ne? So. Ich würde übrigens trotzdem gucken, dass ob das Tier die Nahrung angenommen hat. Ja, das Tier scheint die Nahrung zu fressen auf jeden Fall. Hm. So, ich bin jetzt mal. So, jetzt sind wir mal hier so frei, ne? Also. Deutsch, das, für die anderen ist es so, Musa bleibt das stehen, schließt da mal so die Augen und dann scannt sie so alles einmal ab. Und braucht da erstmal so vielleicht eine Minute, wo sie da erstmal nur steht und alles sich anschaut. So. Fällt so eine Antenne aus und bing! Um den Klassiker zu machen. Musa, was sieht dein Adlerauge? Viel zu viel, ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Ja, ja, da oben machen wir später weiter. Ich jetzt sagen müssen, sie nehmen, die bringen die Hobbits nach Isengard. Sie bringen die Hobbits nach Isengard. Ja, sehr schön. Oh Mann. Oh ja, schön. So, das ist jetzt erstmal so grob halt, ne? Also ihr könnt sehen, dass da der Wald weitergeht und dann kommt der Fluss wieder. Es ist sehr, eigentlich. Es ist ja, man sieht. Normalerweise würdet ihr trotzdem nur so stückchenweise sehen, weil das ist alles voller Wald. Ne? Ich habe nur keine Lust, dass ihr euch 10 Felder bewegt, ich wieder was aufdecke und dann da habt ihr ja auch keine Lust zu. Ich bewege mich einfach die ganze Zeit so links und rechts, um an den Bäumen mal so vorbeizuschauen und krieg immer so eine kleine Luke und kann mir so den Rest bildlich zusammenreimen. Ja, aber wie gesagt, ihr habt da auch keine Lust zu, wenn wir das jetzt hier so alle paar Meter. Also. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe Wald, Wald, Wald und ein Gebäude. Verdammt, ich hab gedacht, wir finden hier 2 Halblinge. Und Wasser.
Der Fluss geht dort weiter. Wenn ich schätzen muss, circa 400, 500, so dazwischen. Fuß. Oh Gott. Und noch mehr Wald. Mhm. Und da oben sind Kristalle. Also ich wäre dafür, wenn wir als erstes da hochgehen. Ab, warte mal, von wo kommen denn die... Warte. Schmerzenreihe. Kann ich dir gleich sagen. Ich muss nur mal eben ganz kurz versuchen hier. Achso, das ist das. Ich muss ganz kurz was suchen, einen bestimmten Ort hier. Es tut mir gerade leid. Ach da, okay. Okay. Ja, also das hier übrigens, das hier ist ein relativ großer Turm, der über mehrere Stockwerke geht. Nur so als Info. Und ein Turm. Und ich zeige rechts von mir. So, und die Schmerzensschreie kommen von oben. Wo von oben? Vom Turm? Nee, von oben über dir. Also oben ist immer über deine Figur. Also von da. Ich gehe jetzt kartentechnisch, genau. Von okay. Norden. Genau. Dann würde ich sagen, würde ich Miriel noch so an der Hand halten. Gemeinsam, wir folgen ja schon den Geräuschen. Und ich würde mal gucken, dass ich den Geräuschen folgen kann. Ja. Du gehst da so ein bisschen ran. Ich decke euch mal den Ort da auf. Ja, dann stelle ich mich da mal hin, dann kann ich da ein bisschen besser hin und her gucken. So? Ja. Okay. Dann lese ich vor. Das ist Raum so und so. Ich muss mal eben einmal. Die Decke, also du betrittst eine Höhle mit einer 60 Fuß hohen Decke. Sie ist mit aus natürlich geformten Kristallvorhängen bedeckt, die wie gefrorene Wasserfälle aussehen. Auf dem Ende, wo du drauf schaust, ist ein 30 Fuß langer, 10 Fuß breiter und mehrere Fuß tiefer Riss, der die Mitte der Decke wie eine offene Wunde durchschneidet. Und von da aus kommt dieses Stöhnen aus dieser Spalte. Ich würde mal gucken. Hier ist jetzt die Spalte untersuchen. Hier jetzt die Spalte untersuchen, ja. Aha. Ich würde mich vorsichtig nähern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich mit meinem Charakter hin muss. Du kannst einfach quasi in die Mitte des Raumes gehen. Da. Der Rest darf sich mal drumherum platzieren. Um die Spalte. Also wir platzieren uns jetzt im Kreis um die Spalte. Ja. Kommt, lasst euren Kindergartenhumor raus. Hey, zum Charakter passt das. Mimi, rein theoretisch könntest du dich neben mich platzieren, wenn du willst, weil ich dich ja an der Hand halt. Gut gemacht. Außer du willst nicht. Ganz kurz, Leute, ich muss kurz AFK, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Gib mir mal eben 5 Minuten, bitte. Ich sag 5 Minuten und zeig 8 Finger hoch. Alter, wo bin ich denn gelandet? Heute ist der Wurm drin. Liebe Grüße. Schreckliche Grüße. Ein Wurm oder wie?
Aber bei mir sind doch keine Orgasmen. Mimi, entfernst du den Wurm bitte? Welchen Wurm? Der heute drin ist. Achso, ach so. Ich finde es schön, dass du welchen Wurm sagst und dann zu mir guckst. Genau, du Wurm. Ja, dann entfernen mal den Wurm. Husch, husch. Husch, husch. Ich möchte einmal kurz sagen, weil ihr alle gerade Mimis Webcam seht, fast wie awesome Haare hat. Sie zeigt mir den Mittelfinger, hallo? Joa. Ja. Die sind halt kommen halt zum Teil in die Unschärfe mit rein, deswegen erkennt man die nicht ganz. Eben. Mimi ist halt hot. Da ist egal, was sie anhat oder wie die Haare liegen. Das muss man mir nicht sagen. Unscharf. Kann man, Philipp, aber wo ich gerade nicht unscharf. Hast deine Haare? Bitte, was? Ja. Steht dir. Dankeschön. Vor allem, wie du sie gelegt hast. Hast du sie geglättet oder sind sie jetzt von Natur aus so glatt durchs Färben? Hast geföhnt. Ah. Musst du öfters machen, sieht gut aus. Ja, nicht mehr Lust dazu. Die Motivation dazu zu haben, ja, kenne ich. Ich muss immer wieder meine Haare glätten, weil ich sonst aussehe wie ein Straßenköter. Ja. Aber es gibt halt auch Methoden, wie du diese glatt füllen kannst. Es bringt bei mir nichts. Nee? Nee. Weil ich zu viele kleine Kräuselhaare habe. Das heißt, Samstag hole ich entweder eine Straßenköter oder Rolf hier. Kann sein, dass ich Samstag gar nicht kann. Hm. Jetzt das zweite Mal in Folge, schäblich gefälligst. Guck, aber ja. Nee, man sieht nur deine Hose. Tut mir leid. Wie da liegt. Momentan ist ein bisschen kritisch zu Hause und meine Psyche spielt auch momentan komplett verrückt und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin für Samstag. Oh. Er sitzt da wie so der richtige Chiller, ne? Er zählt nur noch das Bier, was so auf dem Bein abgestellt ist. Nee, im Moment musst du da drehen. Warte. Du hast es gerade, glaube ich, nicht gesehen. Der Monster. Ist aber schon leer. Oh, ja, meins auch. Das Oberteil sieht auch gut aus. Das ist doch nur so eine von so einem. Ja, aber die Farbe passt zu den Haaren, aber. Ach so, ja. Ich habe heute alles abgestimmt. I'm a Barbie Girl. Mit hier Halsbandhaare. Und T-Shirt. Hm. Also sind schwarz und weiß sind die einzigen, die ich habe davon. Jetzt fehlt noch eine hellblaue oder eine weiße Hotpants. Der Blick! Ist ein bisschen kalt. Und? Nee. Aber ich glaube, dann hättest du die Cam jetzt nicht an. Und ihr zwei wärt wahrscheinlich jetzt nicht da. Das weißt könnte du jetzt, sein. Wenn du eine Hotpants tragen würdest und dann noch so richtig durch den Raum gehst, schön mit dem Hintern Richtung. Ne? Ja, Sitzung wird dann mal abgebrochen, zwei Leute fehlen. Ja. Wir lassen die Kamera noch an, ne? Wir lassen die Kamera noch an, ja. Nein. Bist Timo aber vorher. Nee, es ist kein Team, also es sind nur Timo und nicht der Stream. Stimmt ja. Genau. Nur Timo. Die Cam bleibt an und irgendwann dann so in, keine Ahnung, Stunde oder so kommt noch immer so ein nackter Marvin durchs Bild gerannt und vergisst, dass da eine Webcam an ist. Oh! Gott. Ich glaube, was Wolfi damit vorhin sagen wollte, ist, dass sie dich anbaggern möchte. Wenn du eine Hotpants trägst. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir eigentlich nur einen Gefallen tun. Aber okay, dann halt nicht. Okay, dann laufe ich demnächst mit Hotpants hier durch die Gegend, wenn ich Webcam anhabe und du da bist. Perfekt. Siehst du, aber es ist nur offen aussprechen. Der Blick von Philipp.
Ich bin zu alt für den Scheiß. Wo bin ich hier nur gelandet? Philipp ist der Jüngste. Ich weiß. Stimmt, ich bin der Jüngste hier, ne? Nicht viel, aber ich bin der Jüngste. Philipp ist der Jüngste für den Scheiß, ey. Ich komme hier wieder und ich höre einen Riesenhall von Marvin. Warte, wie alt bist du jetzt? Nochmal? 25. Ja. Wirst du noch 26 dieses Jahr, oder? Yes. Ja, dann bin ich ein Jahr älter als du. Ja. Was ist denn, geht denn bei euch ab? Ich komme wieder, erstmal, Hall bin ich ab und zu gewohnt. Dann gucke ich in den Chat da bei Roll20, Niklas, die lebende Autobatterie. Nikola, und darüber, wie willst du zielen, wenn du keine Augen hast? Was ist denn das schon wieder? Was habe ich hier verpasst? Nix, das war doch noch geschrieben, bevor du weggegangen bist. Okay. Ja, das ist richtig. Wartet mal, bis ich Kettenblitz hab, dann passiert gewollte Unfälle. Und dann kam dieses Nikolas, die lebendige Autobatterie. Ey, das ist. Nee, wir haben uns gerade über Hotpants und so unterhalten. Genau. Ihr habt euch darüber unterhalten. Hör auf, für sind wir zu bezeichnen. Nein, wir, das Gespräch geleitet hat. Das kann man das auch können. Ja. Ich sehe das übrigens schon kommen, Leben Autobahn. Ich sehe das schon kommen, Nikolas rennt dann irgendwann durch die Gegend rum und wenn dann irgendwelche Kutschen nicht mehr wollen, kommt dann, ich gebe ihr eine Ethel-Starthilfe. Nein, also Wolfi hat Mimi vorgeschlagen, dass sie gerne mal ein bisschen Hotpants sehen würde und jetzt haben wir alle Mimi erfolgreich dahin manipuliert, dass sie das nächste Mal Hotpants hier trinkt und mal mit Berg kümmern. Ah, okay. Also rein theoretisch hatte ich nur gesagt, weil Marvin meinte wegen den Haaren, dass das Outfit dazu passt und dass dazu jetzt so eine hellblaue oder weiße Hotpants passen würde. Okay. Sehr das schön. Hast du gesagt mit dem Outfit. Ich habe nur gesagt, wir hatten auch so Haare. Ich möchte nur Folgendes sagen. Es wäre übrigens sehr schön, dass ihr mit solchen Themen wieder meinen Stream unterhaltet. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen. Ja. Frauengespräche. Und es war noch jugendfrei. Ja, ich habe nichts Falsches gesagt. Es war jugendfreier als der Witz mit der Spalte vorhin. Ich wollte gerade sagen, der Spaltenwitz auch nicht jugendfrei. Ich glaube, das Einzige, was nicht jugendfrei war, war das Gespräch über andere Aktivitäten. Deswegen die Sitzung auch. Gut, wir haben vielleicht darüber geredet, dass man mir und ich vielleicht mal kurz verschwinden müssen und später ich nackt durch die Webcam laufe oder so. Ja, okay, ja. Das kam dazu. Okay. Folgendes passiert jetzt nämlich erstmal. Ich muss hier mal eben einmal. Ach, ich. Die Seite öffnet sich. Ja, es ist ich liebe, wenn Kreaturen False Appearance haben und damit automatisch in eine Surprise Round gehen. Hat er von euch jemand, konnte jemand nicht surprised werden? Ich gehe in Rage und bin damit nicht surprised. Okay, die Decke kommt nämlich runter. Yes. Und möchte euch fressen. Und beziehungsweise mehrere von den Decken. Hier war die Turn, was oder? Ist das? Das ist, habe ich da ein Handout? Muss ich mal gucken. Boah, stark. Ja, habe ich. Wieder Speedy Gonzales hier. Das ist aber eine komische Decke. Ein Cloaker! Oh mein Gott. Ich hab was anderes gelesen. Okay, Frage, können wir bitte die Map wechseln? Okay, geht das gar nicht gerade? Nee, also es ist echt anstrengend, auch für die Augen und rein und rauszoomen und sowas. Also ob wir auf einem random Battle Map für sowas wechseln können, das wäre echt schön. Ja, ich guck mal, ob ich hab eine. Ja, ist in Ordnung, können wir machen. Danke sehr. Ist kein Problem. Oh, rest in peace. Komm back. Bist du nicht tot? Komm back. Bist du nicht tot? Komm back. So, zieht euch drauf. Oh. Mini-Me. War direkt bei mir. Mini-Me, genau. Ja, genau, er war direkt bei dir. Miriel stand hier bei mir. Also da sind vier von denen, ne? Die so, die sind so direkt übereinander, ineinander, wechseln die ganze Zeit hin und her, wie beim Mirror-Image-Effekt. Es ist total unübersichtlich und ihr könnt nicht genau sagen, welches Viech da welches ist. Feuerball trifft, egal was passiert. Ich schlag einfach trotzdem drauf. Okay.
dann ist es als erstes dran. Doch, nee. Nicht. Doch, warte, ich muss. Nee, kommt drauf an, ich muss mir gucken, was das für eine Dex hat. Hast du ein Glück? Der hat genau eine Dex weniger. Jetzt genau. So, dann darfst du. So, ich bin ja schon. Nikolas muss noch Nikolas ist. Ist cool. Miriel ist zweimal in der Inni. Bei mir. Ist das. Und bei mir noch einmal. Zweimal dasselbe. Okay. Nikolas, du bist in der Inni. Nikolas ist in der Inni. Sorry, ich wurde nicht angezeigt. Angezeigt. Mir auch nicht. Auch nicht. Wer wird nicht angezeigt? Ich! Ich sehe dich hier drinne, 514. Ja, also ich war drinne, das weiß ich, aber ich bin jetzt nicht mehr drin. Okay, bei mir ist Mimi zweimal drinne. Da bin ich nur einmal. Ja, weil die Initiative von der anderen Map mit rübergenommen ist. Nee, bei mir bist du noch, bei mir bist du noch drinne, 611. Ich schlafe neu. Nee, das hat damit nichts zu tun. Nee, ich bin da nicht mit drin gerade. Dann machen wir das anders. Dann muss man aber neu in die Uni würfeln. Nein, nicht neu würfeln. Nicht immer einfach neu würfeln. Ich kann euch eins in eins. Sonst komme ich doch nicht hin. Ich kann euch per Tokenbefehl in die Inni packen. Dann tue das bitte. Das Problem. Ja, ich muss dich auch. Ich muss dich erstmal aus der Inni löschen, damit ich dich reinpacken kann. Ich sehe das halt nicht. Ah, guck mal. Ja, weil du warst bei mir noch drinne. Das ist das Problem. So, sind alle jetzt drinne? Ja. Ja, 5 Stück. 5? Nee. Warte mal, da auch mal. Dies ist bei mir auch doppelt drin. Ich habe 8 Stück drinne. So, habe ich den richtigen gelöscht? Marlies, bist du noch in der Inni? Ich bin noch drin in der Inni, okay, ja. Okay, gut, weil ich habe dich auch. Ich habe nämlich noch deinen alten Token hier drinne gehabt. Oh. Also den anderen von der anderen Seite. Der war drinnen. Das heißt, jetzt hast du über den hier dich. Das ist noch der alte Token, ne? Mhm. Genau. Siehst du? Das ist nämlich mein Problem. Okay. Dann kommen wir jetzt. Mirosa, dann kannst du. Jetzt muss ich mal eben nur einmal kurz gucken. Das Ding. Flight Armor tatsächlich. Und wenn du vorher dran bist, dann ist das Ding noch 40 Fuß in der Luft. Dann halte ich meine Angriffe. Gut, das kannst du machen. Dann muss ich mal eben kurz gucken. Ihr steht da zu dritt. Wen greift er denn an? Ich mach mal einen D6. Auf gut Deutsch, ich lege meinen. Das heißt, es geht hier runter, du kannst deine Angriffe machen und es greift Kiran an. Mhm, das sind 2 Treffer. Das sind. So wichtiger viel. Punkt, du greifst als Reaktion nicht Reckless an. Genau. Was jetzt egal ist. Deswegen nehme ich nur den linken Wert, genau, ja. Einmal so und einmal so, ja. Dann mache ich einen Angriff darüber. Was hat Kiran für eine Rüstungsklasse? Das ist ein Treffer. Kiran, du bekommst 10 Piercing-Schaden. Piercing-Schaden, Piercing-Damage. Ich hab's auch heute, ne? Oh, warte mal. Ich muss noch eben. Oh, ich bin so blöd, ne? Bevor ich dem Schaden anmache, bei dem ersten Treffer. User, würfel mir mal einen D4. Okay, eins von diesen von den Dingern verschwindet. Würfel mir mal bitte noch ein D6. Okay, wieder eins von den Duplikaten verschwindet. Das heißt, du hast gar keinen Schaden gemacht. Du hast die Mirror Images getroffen. So, wichtiger Punkt ist jetzt, Kiran, das Ding ummantelt dich jetzt. Du bist blind. Nicht in der Lage zu atmen, solange er ordentlich dran ist. Es kann dafür aber nur noch dich angreifen. Hat dafür aber auch Vorteil. Bin ich gegrappelt oder irgendwas? The cloaker attached to it. If the cloaker has
Genau. Du hast. Jetzt muss ich mal ganz kurz lesen. Er hat Advantage gegen dich. The cloak attached to the target's head. And the target is blinded and unable to breathe. Nö, du bist nicht gegrappelt. Du kannst versuchen, dich daraus zu befreien. Mhm. Und du kannst es auch ganz normal versuchen anzugreifen. Alles klar. Okay. Es darf aber noch sein. Entschuldigung, es macht noch einen Schwanzschlag gegen dich und da bekommst du 5 Slashing Damage noch. Und dann ist Malis dran. Ist das eine Surprise Round? Also genau. Wir sind das heißt, alle ja, nein, nicht dran bist. Ja, du. Ich will damit sagen, du kriegst deine Reaction zurück, ne? Ach, okay. Wieso ist. Warte mal, jetzt ist Miyu bei mir doppelt auch drin. Wieso bist du hier bei mir doppelt drin? Warum seid ihr alle doppelt drin? Weiß ich nicht. So, Kiran ist surprised, du kriegst. Genau. Miriel, Nicholas, Miyusa, den darfst du. Ja, dann schlag ich auf ihn ein, der ja. Soll gefälligst. Der soll gefälligst. Genau, dann mach deinen Angriffswurf den ersten und dann brauche ich von dir einen Würfel. Machst du das Reckless? Ja. Okay, dann machst du mir einen Würfel, bei ungerade triffst du ein Duplikat. Es ist noch eins da. Okay. Du triffst ihn. Das sind 13. Das heißt, Kiran, du kriegst 7 Schaden. Zweiter Angriff. Einmal wieder einen Würfel. Du triffst wieder also ich ihn. Ich krieg mit, dass Kiran Schaden genau, kriegt. Und Kiran... Ich würde dann. Ja. Weil das ja so 2 schnelle Angriffe sind, würde ich danach direkt Schritt zurück machen und das meiner Gruppe mitteilen. Ja, Kiran, dann kriegst du nochmal 6 Schaden. Wann ist er dran? Er macht einen Angriff, er kann auch nur einen und das sind nochmal 8 Slashing Damage für Kiran. Und dann ist Malis dran. So. Ich habe gesehen, dass Miura draufgeschlagen hat und Kiran Schwertenschrei gemacht. Dann muss ich ganz kurz gucken. Würde ich gerne einen Zauber wirken. Mhm. Ziehe ich kurz einen 30 Foot Cube aus da in diesem Bereich und zwar wirklich Hypnotic Pattern. Hätte gerne einen Wisdom Save. Ein Wisdom Save, was sagt der Effekt? Ja, die musst du auch machen. Ist das was ich sehen muss? Geben wir mal die Spellbeschreibung bitte rein. Achso, ja, warte. Ich werde mal eben kurz einmal reinlesen. Each creature in the area who sees the pattern. Das ist schon mal ganz gut. Kiran muss ihn nämlich nicht machen. Charm for the duration. While Charm is spelled, the creature is incapacitated and has speed of 0. Okay. Ja. Ist okay. Ja. Dann. Ja, was machst du? Du siehst, dass das Ding ruhiger wird. Gut, das war meine. Das war deine Aktion, ja. So. Und ja, die letzten Worte werden, zieht das Ding da runter. Kiran. Ja, das würde ich direkt mal probieren. Du darfst dich befreien, also versuchen zu befreien, das ist ein Stärkewurf. Und zwar ist das, du musst einen DC 16. Kann das für das machen, selbst wenn es incapacitated ist? Ist das incapacitated? Hast du selber gerade vorgelesen? Ach ja, klar, habe ich vorgelesen, ich bin so blöd. Deswegen frage ich, ob ich das vielleicht sogar automatisch... Nein, ich hab nur den Charmed gelesen, ne? Ja, nee, dann kamst du doch so raus bei incapacitated.
Die okay, da will ich einfach so raus. Ja. Es ist ein bisschen so. Da ja. Dann gehe ich mal nach hier unten. Mhm. Leg mal ordentlich an, mach ein Steady Aim. Mhm. Versuche das Vieh mit einem Scharfschutterschuss zu killen. Du hast dich bewegt. Hast. Ja, stimmt. Und kein Steady Aim. Trotzdem. Dann mein Huntersmark drauf. Ja, kannst du machen. Aber du hast ja auch Advantage, trotzdem durch das Incapacitated und so, ne? Eben. Aber ich bekomme von dir auch vorher einen Würfel, ob du die... Ich muss mal gucken, sind die Illusionen noch da? Ich glaube, eine ist noch da, oder? Ja, ich gucke gerade, ob die bei Incapacitated... Na, die sind halt einfach da. Okay, das ist egal. Was muss ich werfen? Einfach nur irgendeinen Würfel bei ungerade triffst du das Duplikat. Okay. Ja, dann triffst du ihn. Aber erstmal würfeln. So, dann ohne Advantage, ganz normal. Ja, ja. Würfel, und damit würfel mal ein D1. Alter, richtig witzig wieder, ich merke das schon. Hm. Das ist ein Treffer. Hoffe ich. Oh, Alter. Ja, 30, 41 Schaden. Ja, Sneaker Tag halt, ne? Shepard, ja. Shepard. Das waren 3d6 extra und 1d4. Okay. Und dann zweiter Schuss. Ja, dann bekomme ich wieder einen Würfel vorher. Mhm. Mhm, machen wir den Angriffswurf. Jo. Da ich, kann ich, also wie sieht das hier eigentlich aus? Es entscheidet jetzt, ob ich Scharfshooter nicht mache. Also es... Du würdest... Also... es ist noch... Warte, ich gebe dir die Lebensbalken. Dann brauche ich es nicht beschreiben. Ja gut, dann versuche ich ganz normal Angriff nur. Mhm. Okay, okay, damit geht die letzte Illusion weg. Okay, dann wäre das mein Zug. Lady Muriel. Du redest über Healing World auf Kira. Jawohl. Und als Aktion? Moment, als Aktion hau ich drauf. Mhm. Ah, das darf da. Genau. Das ist ein Treffer. Welchen Grad hast du den das Healing Word gemacht? Wegen auf den dritten. Auf den dritten. Dann sind das dann nochmal plus 5. Genau, plus 5. 14. Also wenn sie was ansagt, dann gehe ich davon aus, dass sie die Boni schon mit eingerechnet hat, aber... Nee, nee. Achso, hast du wieder vergessen, ne? Ja, gut. Gut, das war's? Oh, es wären 23 Healing, das ist nicht verkehrt. Genau. Du darfst. Ich möchte 23? Ne, 22. Ja, ich darf. Das Vieh sieht ordentlich angeschlagen aus. Ach komm, ich hab da Bock drauf. Ich mach den Imperator. Mhm. Mein Mantel ist übrigens wieder schwarz geworden. Ja. Das trifft. Das war's? Spaß. Miosa. Ich hab Spaß. Also du sahst wieder Reckless an, ne? Ja. Yeah. Gut. Ja, dann ist das tot. Gut. Das Ding ist erledigt. Wir wechseln wieder auf die andere Karte. Ich würde mich auch direkt zu Kiran umdrehen. Geht's dir gut? Es tut mir leid. Also ich stehe auf Umarmung, aber das muss nun echt nicht sein. Ich wusste nicht, dass wenn ich das Vieh angreife, dass ich dich dann auch treffe. Ja, passiert. Besteuertes Vieh.
Ja. Ich mache mir da nicht so große Sorgen, solange Miriel da ist. So. Ja, aber trotzdem auch vorsichtig sein, nicht? Also auch wenn ich euch gerne immer hochheile und immer das gerne tue und gerne Leute und meine Freundin in Not helfe, trotzdem bitte ein bisschen vorsichtiger sein. Ich würde dann mal tief ein- und ausatmen und mich dann mal versuchen zu beruhigen. Ja. Ah! Hast du diese Viecher? So, lass uns weiter. Das hier übrigens, das hier ist ein Torgang mit einem Fallgitter da drin, deswegen kannst du da schon durchgucken. Ja. Ich muss nochmal eben gerade, oh, ich sehe gerade, ich muss mal eben Sachen machen. Ich muss ja eben Sachen machen. Und. Layer. So, da scheint es weiterzugehen. Wie weit? Ja, da kannst du ja nicht ums Eck gucken. Da ist eine Wand. Ja. Was ist hier? Was ist? Da oben ist eine Wand. Okay, also ist da nichts. Ja. Ja, dann würde ich mir mal das Fallgitter genau anschauen. Schon ein relativ großes, stabiles Fallgitter. Ohne Hebel oder sowas dabei. Da ist noch eine Winde daneben. Damit könnte das Fallgitter hochgezogen werden. Aber das sieht schon. Ja. Ist schon. Braucht man schon Kraft für. Ich probier's. Dann machen wir mal einen Athletik-Check. Hören wir das Gespinne, ne? Genau jetzt. Athletik, ne? Hast du da einen anderen Wert? Athletik, ja. Ja. Okay. Du packst an, ziehst an diesem, an dieser Winde und er packt einfach so. Und du ziehst und ziehst und es rührt sich nicht. Du bist nicht stark sieht genug. Sieht die Winde etwas alt und verrostet aus? Nicht so richtig. Sieht sie beschädigt aus? Nein, sie ist nicht beschädigt. Sie sieht halt einfach nur. Ja, es ist halt, weil sie halt relativ. Also da sind so ein paar schwere Ketten mit dran, die mit hochgezogen werden müssen. Also die ist nicht dafür gedacht. Also die ist wahrscheinlich mal so gebaut worden, dass die, was ich von. Von Pferden angezogen wird. Oder so. Also eigentlich nicht davon. Sie ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass die mal von Menschen. Ist ein bisschen größer. Vielleicht ist da auch so ein. Vielleicht hat er noch ein Goliath oder ein Riese oder sowas mal runtergemacht. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwas Schwereres. Ich hab Rottenschrat oder so. Ich kann ihn nutzen. Was ist das? Gibt es irgendeinen anderen Weg? Kann man da irgendwie drüber oder seitlich oder so? Moment, ich schau mal eben. Weil es sieht hier nach einer Treppe aus. Das schließt oben tatsächlich ein bisschen ab. Da ist die Decke nur 15 Fuß hoch. Mhm. In dieser Steinmauer. Achso, nee, 15 Fuß hoch ist das Fallgitter. So. Da oben drüber ist halt eine Steinmauer und die geht bis an die Decke. Ah, okay. Oder? Nee, Quatsch, ich verlese mich gerade. Du könntest versuchen hochzuklettern tatsächlich. Das ist ungefähr. Ja, sind so 20 Fuß hoch, ist die Mauer. Iran? Ja. Wenn ich dir helfe, da hochzukommen, kannst du dann mal gucken, ob auf der anderen Seite irgendwas ist? Man kann es probieren. Dann würde ich Kiran eine Räuberleiter anbieten, sodass er sich danach auf meine Schultern stellen kann, um da vernünftigen Griff zu kriegen und sich hochzuangeln. Ich würde ihn guidancen. Mhm. Und im Nachhinein würde ich halt mit den Händen noch versuchen, an den Füßen noch weiter hoch. Okay. Möchtest du die Mauer hochklettern? Ja.
Gut, dann machst du mir einen Athletik-Check mit Disadvantage. Was bedeutet nochmal Disadvantage? Nachteil. Okay. Da kommt ein D4 drauf. Also ihr versucht eine glatte Steinmauer hochzuklettern, ohne Kletterausrüstung. Du glaubst wohl nicht, dass ihr das einfach so machen könnt. Mit Hilfe vielleicht, weil ich ihm ja helfe. Dieses Ding ist 20 Fuß hoch, ne? Also das ist eine 6 Meter hohe Mauer. So groß bist du nicht. Ich habe eine 16. Ja. Ja, das reicht leider nicht ganz. Okay. Also du kommst da, du merkst es, du kommst ein bisschen hoch, du rutschst ein bisschen, aber du merkst, es ist sehr, sehr glatt. Es gibt ein paar Kanten, in die du reingreifen kannst durch das Alter, aber als du abrutschst, kannst du relativ schnell zur Seite greifen und lässt dich an dem Fallgitter runterrutschen wie so ein Feuerwehrmann. Ist eigentlich der Boden unter dem Fallgitter? Das ist eine Kristallhöhle. Also so eine Höhle mit festem Boden, Steinboden, an denen so mehrere Kristallformationen sind. Tja. Hab's versucht, bin gescheitert. Ich meine, ich könnte mich da auch hoch teleportieren, aber... Ich kann's auch einfach machen und ich würde so an meinem Gürtel greifen. Ich hab den hier noch. Warte bitte einmal kurz, ich muss irgendwas nachlesen mit dem Item, was ich hab. Okay. Das blaue Notizbuch wird rausgeholt. Wir wissen, wie... da. Was konnten die denn nochmal? Ich mache was anderes. Mhm. Ich gehe da mal hin, nehme so einen kleinen Eimer Farbe und mache eine Tür rauf auf das Gitter. Auf das Gitter? Ja. Du willst also auf die kleinen Stangen zwischen den Löchern malen. Steht, dass das eine gerade Oberfläche sein muss? Hm? Naja, das muss schon irgendwie Sinn machen, das Bild. Ja, das Item, du musst auf eine Fläche, aber du kannst ja keine Tür auf Luft malen. Also das Fallgitter, das sind ja Stangen. Du könntest natürlich auf der Mauer neben dem Fallgitter eine Tür malen. Du könntest eine Leiter malen auf den Boden, womit die man, eine 20-Fuß-Leiter, die man anlegen kann an die Steinmauer. Ja, aber gut, Moment, ich musste eben kurz gucken. Also das Item ist tatsächlich nutzvoll. Also du könntest einfach eine Leiter malen. Ja, dann... Also theoretisch kannst du das auf dem Boden auch machen. Also ja, du kannst das genau, einfach auf dem Boden eine Leiter malen. Ich meine Leiter auf dem Boden, da scheint eine Leiter. Genau. Und mit dieser Leiter könnt ihr da einfach hoch. Dann spare ich mir das. Leiter wird dran gestellt und ich würde einfach mal drüber klettern. Ja, ihr könnt da oben auf die Mauer drauf gehen. Und auf der Rückseite ist eine Treppe, die wieder runterführt. Gutes Item. Ist wirklich ein sehr, sehr gutes Item. Wollen wir die Leiter hochziehen und dich auf die Mauer legen? Also's Marvelous Pigments. Also wenn ihr weitergeht... Ja, dann gehe ich als letztes und würde die Leiter mit hochziehen. Ja. Und die Leiter dann da oben drauf packen. Also ihr geht dann weiter, ja? Ja. Weil dann decke ich nämlich schon mal so ein bisschen auf. Also ihr würdet als erstes hier an dieser Höhle vorbeikommen. Ist halt die Frage, wollt ihr erst weitergehen oder wollt ihr da schon reingehen? Ich hab mir das mal angeguckt. Okay, jetzt muss ich mal eben kurz lesen. Und die Decke beobachtet. Nö, da fällt dir nichts auf. Okay. Möchtest du da reingehen in die Höhle? Ja. Okay. Wir haben das gleiche Spiel wie eben gerade. Die Decke greift euch an. Nicht meinen Wurf machen, ob ich was in der Decke sehe. Nein, kannst du nicht, weil dieses Monster eine Fähigkeit hat, die gesagt, dass du das nicht erkennen kannst. Es ist unmöglich zu erkennen. Diesmal rage ich nicht.
dann bist du auch surprised. Ein Wedge aufheben. Du bist aber ganz vorne. Also ja. Wir machen hier die Turn auf. Ihr dürft gerne vorher eure Tokens austauschen für die, die das machen wollen. Bevor wir uns hier einwürfeln. Und dann... Wieso ist die so klein bei mir hier? Was ist denn hier los? Oh, jetzt geht das. Initiative. Geht's an mich selbst. Mehr Fingerfarbe kaufen. Mehr Fingerfarbe kaufen. Aber... Ich hab's ja kein Pinsel dabei. Es ist sogar wirklich so Top von Fingerfarbe ist das, ja. Ja. Das Ding nutzt aber seine Surprise Round, weil ihr so überraschend kam, das andere hat euch ja länger beobachten können. Nutzt es die Surprise Round, um seine Duplikate zu rufen. Notiz an mich, Nikolas, und drinne. Würde jetzt Fingerfarbe kaufen. Ich habe... Oh, ich bin nicht drin. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe hier 5. Okay. Zack. Das heißt, Nikolas, du darfst tatsächlich anfangen, weil das Ding schwebt 30 Fuß in der Luft. Und es hat seine Surprise Sound in seiner Surprise Aktion für die Duplikate genutzt. Ich muss mal eben kurz den Stream zentrieren. So. Ich liebe diese Funktion. Gut, das Ding kann ich sehen. Gut. Ist eindeutig näher als 120 Fuß dran. Mhm. Peng. Würfeln wir mal bitte ein D4. Jo. Okay, ein Duplikat ist weg. Jo, besser als gar nichts. Naja, das war's. Bin fertig. Marlies. Ja, ich würde gerne 2 Eldritch Blast drauf schießen. Mhm. Würfeln wir mal bitte ein D6 für den ersten Eldritch Blast. Ja. Ein D6. Genau, dann ist ein Duplikat weg. Es ist noch eins da, so nicht viel. So, erstmal muss ich gucken, ob der Eldritch Blast auch drin ist. Ja, genau. Also, Sagen, die Dinger haben doch eine AC. Ist es richtig, aber ich bin da fest von ausgegangen, dass er trifft. Ja. Dann darfst du den zweiten Eldritch Blast und da musst du auch wieder würfeln. Aber ungerade triffst du das Duplikat. Okay, die Duplikate sind alle weg. Immerhin, super. Dann sind sie weg. So, dann... Hey. Was geht das? Aus der anderen Höhle, die ihr da gesehen habt, kommt noch so ein Ding dran. Das ganz viel Hunger auf Marlies gerade hat. Na komm. Wir mal hier rüberziehen. Und einen Angriffswurf macht. Das ist aber kein Treffer mit einer 1 und das ist auch kein Treffer. Kiran. Ja. Ich stopp einfach den Hunter's Mark auf. Na, ich glaube, ich gehe auf den unteren. Okay. Was mache ich jetzt? Tick-Tack reinmachen, so. Und dann würde ich ganz normal drauf schießen. Ich probiere es aber mit Sharpshooter. Und so, 1. Oh, warte, ich habe keinen Sneak Attack drauf gerechnet. Ich brauche einfach mal 2d6, wenn ich treffe. Jetzt bin ich gerade ganz kurz am Überlegen. Hunter's Mark, ne? Ja. Würdest du Hunter's Mark als ein Harmful Spell betiteln? Nein, Harmful Spells sind normalerweise welche, die direkt was mit dir machen. Naja, genau, das ist halt... Oder die Schaden verursachen. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das habe ich mir nicht auch gedacht, weil eigentlich macht Hunter's Mark ja Schaden, aber... Ja, aber erst wenn man trifft. Ja, genau, es verstärkt ja quasi nur deinen Angriff. Gut, Disadvantage hast du... Warum hast du jetzt Disadvantage? Ach, ich habe Disadvantage wegen von Athletik-Check gewürfelt, also zieht der Linke. Ja, genau. Ich war gerade kurz irritiert. Ja, dann darfst du mir einen D4 würfeln, wen du triffst. Okay. Okay, dann ist ein Duplikat weg. Okay, zweiter Schuss. Ich mache Sneak Attack einfach mal an. Mhm.
Auch da darfst du wieder würfeln auf einen D6, ne? Wen du triffst. Okay, es ist ein Duplikat. Ja, dann war das mein Zug. Dann ist der obere dran, der hier runter geht und auf das erstbeste Ziel geht, was er trifft. Jam, jam, jam. Oh! Miusa. Ist das nicht? Das ist Miriel. So, Miriel. Ah, okay, jetzt verstehe ich das erst. Warte mal. Komma. Okay. Ja. Miriel, du bekommst 11 Piercing als Schaden. Und dann macht er noch einen Tail-Angriff gegen dich, was nicht funktioniert. Okay. Miusa, du darfst. Ja. Ich gehe ran. Und greif zweimal Reckless an. Ja. Du musst dir gerade eben Kommasetzung und sowas begutachten. Das sind zwei Treffer. Das war's? Das war's. Okay, Miriel. Ja, Bonk. Bonk. Also ich versuche zum Bonken. Ja, das ist ein Treffer. Yay. Ja. Glaubt das? Das war's? Ja, Bless ist ja leider keine Bonus-Aktion. Nee. Nikolas, du darfst wieder. Den greift meine Perle an, ich mag das nicht. Ja. Ach, stimmt, eure Charaktere waren ja hier related. Der Imperator kommt raus, aber richtig. Dann würfeln wir mal bitte ein. Würfel über ungerade, triffst du das Ziel. Du triffst das Ziel. Achso, ich triff das Ziel, ja gut. Dann ja, genau. Okay, das war's? Ja. Malis. Ich mag nicht, dass es in meiner Nähe ist. Ich würde ganz gerne dem Wesen eine sehr schmerzvolle Melodie spielen. Es kriegt ein Dissonant Whispers. Ja. Aber ich hätte gerne einen Weisheitsrettungswurf. Ja, es fliegt tatsächlich 40 Fuß nach oben. Dürfen wir, glaube ich, reagieren, ne? Ja, es sind Upper Attacks, die ihr machen dürft. Ach, hab ich. Oh, warte mal, das ist. Nee, warte, ganz kurz, stopp, warte. Falsch. Es ist ein harmful Spell. Du musst mir erstmal würfeln, ob du überhaupt ihn oder das Ding erwischt. Ja. Irgendein Würfel ist egal. Okay, es ist gerade, du erwischst das Duplikat. Dann passiert nichts. Das Duplikat verschwindet. Also das Duplikat verschwindet nur. Hm? Aber gerade ohne Warcaster, das ist ziemlich blöd. Ich hau mir die Faust zu. Nee, du, es gibt keine Reaktion. Ja, ich weiß, aber würde ich dann. Ja. Okay, das war's. Es ist halt immer noch da, ne? Ja. Aber dafür ist es jetzt leichter zu treffen. Und es wurde schockiert. Ja. Ist übrigens bei diesem Handout von dem Ding. Ich finde diese Köpfe von den extrem weird. Ich nutze meine Bonusaktion. Ja. Und ruf den Leuten zu, dass sie von diesen wesentlich fernhalten sollen. Und nutze meinen Mantel auf Inspiration. Das heißt, die Leute dürfen ihre Reaktion gerne nutzen, um sich ihren Bewegungstempo. Ohne Opetex. Ja. Ohne Opetex. Ich kann sowieso nicht reagieren. Und. Naja, alles gut. Ja, aber oben bei Musa. Nee, alles gut. Nee. Und weiter? Achso, ja. Und Temper P in Höhe von. Warte, das hat sich jetzt
ändert. Aber ich kann schon mal weitermachen, ne? 8 Punkte, ja. Okay. Dann gebe ich schon mal den weiter. Ich krieg noch 8 Temp-HP in die Gruppe. Ja, weil der bewegt sich jetzt hier hin, damit er 2 Ziele hat. Ich halt. Ja, komm, ganz ehrlich. Er bleibt aber. Nee, doch, er macht das so. Er will wieder beißen. Und zwar Nicholas. Das wäre ein Treffer. Ich habe keine Reaktion mehr. 8 Piercing. Und dann. Super Papier weg. Aber der Schwanzschlag trifft dich nicht. Kiran. Welcher von hat jetzt mehr Illusionen noch? Gar keiner hat mehr Illusionen. Okay, aber ich denke mal, ich helfe unseren Fernkämpfern. Moment, ich bleib da stehen, wo ich bin, ich kann das Steady Aim. Und ich bin der Sharpshooter. Das ist auch der Gehunters Markt, ne? Deswegen. Ja, deswegen. Steady Aim. Ich glaube, ich stand da, kann mich gerne niemand korrigieren. Ja, alles gut. Das macht hier gerade auch keinen Unterschied. Piu! Oh mein Gott, da würfel ich natürlich das absolute Low-Roll hier, ey. Damit triffst du nicht. Dann den linken nehme ich jetzt einfach, weil ohne Vorteil nochmal. Mhm. Oh. Das ist, der nächste muss 9 sein, also bin ich enttäuscht. Okay, dann gehen 2 Schüsse daneben. Die Pfeile kannst du dir dann austragen. Das war's. Ja, nee, ich mach sowieso immer nur 50% der Pfeile wiederbekommen. Achso, ja. Dann muss ich das nicht bei jedem einzelnen Pfeil immer tracken, das ist so. Ja, okay, dann mach das so. Das ist also auch ich nehme halt die Standardregel, das hatte ich glaube ich irgendwann mal am Anfang gesagt. Ja, die Standardregel sagt, du kriegst die Hälfte wieder, wenn man eine Minute sucht. Ja, das mache ich halt jedes Mal nach dem Kämpfen. Okay, ja. Ich renne ja nicht sofort weg. Nein, aber wenn das ist nur für den Hinterkopf, falls ihr mal schnell von irgendwo weggeht, dass man dann da nicht mehr... Ja, genau, dann trage ich mir die komplett aus. Ja. So, dann ist der da oben dran, der findet das alles ein bisschen doof, was da passiert. Der würde sagen so, jo, ihr seid alle 60 Fuß weit von dem entfernt. Macht mir mal bitte alle einen Weisheitsrettungswurf. I. Da würde ich gerne meine Inspiration nutzen. Warte aber bitte, bis alle durchgewürfelt haben, damit ist egal, jetzt ist egal. Okay. Also, wenn wir einen Gruppencheck oder sowas machen und ihr wollt irgendwas neu würfeln, wartet bitte immer, bis ich sage, dass alle durchgewürfelt haben, weil dann kann ich besser sehen, was neu gewürfelt wird. Das ist dann immer ein bisschen, ne? Okay, das bedeutet, Kiran, du fehlst mir noch. Wie bitte? Ein Weisheitsrettungswurf. Weil der ein Stöhnen ausstößt und dagegen müsst ihr Weisheit würfeln. Dass ich nicht geil werde. Ja, so ungefähr. Habt ihr alle geschafft? Hättet ihr das nicht geschafft, wärt ihr frightened geworden. Oh no! Ja, aber weil der nicht aufs Maul kriegen will, fliegt er tatsächlich 30 Fuß in die Luft. Lisa, du darfst gerne als Reaktion einmal zuschlagen und... wir haben alle keine Reaktion. Achso, doch. Du bist ja nicht gelaufen. Ich bin ja nicht gelaufen. Genau, du darfst... Das ist ein Treffer. Okay. Aber beziehungsweise nicht 30, der ist 20 Fuß in die Luft gegangen, nicht 30. So. Dann bist du dran. Ich kann jetzt ihn nicht angreifen. Nee. Auch nicht, wenn ich springe mit Nachteil. Nein. Okay. Aber der ist am Boden. Der ist am Boden. Ja. Dann blub. Reckless. Das ist gut. Zahlen. Erster und das ist der zweite. Das war's? Ja. Ich nehme den Brut. Muriel. Kriegen bei Barnes am 9, ne? Ja, Bio. 20 Fuß hoch ist der, ne? Mhm. Jo, gut. Was haben wir denn da? Außer Guiding Bolt. Ja, komm. Guiding Bolt. Ja, das ist ein Treffer. So. Und er leuchtet. Das war's? Leuchtet. Jo.
Sehr schön. Dann ist Nicholas. Kannst du für den bitte mal Leben machen? Ich überlege gerade, ob ich einen Spell caste. So, ja, die Leben, okay. Ja, ich vergesse das, weil ich die immer rausziehe aus dem. Ich habe auf der anderen Karte habe ich die Leben so größtenteils angemacht. Ja, vergesse ich das immer, dass ich die noch rausziehe, immer erst. Ja, alles gut. Oh komm, ich habe den so selten gemacht und ich glaube. Will ich, dass jeder weiß, wo wir sind? Ja. Nein. Will ich das? Alles klar. Shatter. Nee, Shatter nicht. Ich benutze eine Thunder Wave. Die war auf falschem Grad, sorry. Ich habe die nur auf 2 casten, nicht auf 3. Dann mach die neu. Ja. Du wär die 4 einfach weg. Achso, der letzte. Ja. Einfach nur mehr Würfel und dann wäre der 2 da weg. Alles gut. Wer darf einen Safe machen? Ich bin gerade dabei. Hat er nicht geschafft. Wird er weggeschleudert, wenn ich mich recht entsinne. Erstmal das und dann sind das da oben anders. Fünf Fuß, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass du das in die Richtung gemacht hast. Ja. Dann kriegt er nochmal extra Schaden durch mein Heart of the Storm, weil ich das Spell mit Thunder Lightning oder Lightning gecastet habe. Moment, das war es nicht, das war es. Oh, wie hieß das andere? Wie ist die Fähigkeit, mit der ich extra Schaden verteilen darf? Weiß ich nicht, aber ich glaube, das war halbes Sorcerer Level. Geschrieben, die Kacke, ey, Mann. Nur halbes oder reicht dem? Warte ich. Um was geht's? Ah, um den extra Damage bei der, wenn er. Halbes Household Level. Halbes Household Level, okay. Heart of the Storm. Ah, ja, da, genau. Heart of the Storm. Ja, wie viel sind das dann? 3. Okay. Das war's. Bonus-Aktion fliege ich nochmal 10 Fuß weg. Ja. Marlies. Ja, ich gehe hier runter und würde gerne das den Cloaker neben User gerne mit 2 Eldritch das beschießen. Dann mach mal Angriffswürfe. 1. 2. Der erste geht daneben, der zweite trifft. Und würde ihn gerne 10 Fuß wegpushen. Ja, das ist okay. Das war's? Ja. Gut. Geht er da wieder hin. Und greift einen User an. Mit Vorteil, das finde ich schön. Du hast eine Rüstungsklasse von. Okay. Dann treffe ich dich tatsächlich. Das sind 10 Piercing-Schaden. Ja. Weil das Ding Vorteil hat, umklammert sich das um deinen Kopf. Okay. So. Geh ran. Ja, dann machen wir es gleich nochmal. Auf den unteren wieder? Genau. Ja, jetzt kannst du das leuchtet, ne? Aber jetzt kann er das mit User zurückzahlen. Nee, ja gut, dann gehe ich auf den oberen. Ich sehe es gerade, ich habe da ganz schlecht den Token nur drin gesehen. Ja. Weil er auch so wie so ein Teil von dem Cloaker. User ist in Wirklichkeit ein Cloaker. Ja. Danke. User. Der obere leuchtet, ne? Das heißt. Vorteil. Ja. Okay, dann. Obere war ohne Hunter's Mark, ne? Genau. Okay. Dann Pium. Hä? Ich habe gerade Vorteil angeklickt. Ich muss den einfach nochmal. Frechheit. Eine absolute Frechheit. Alter. Okay, das ist der erste Vorteilswurf. Der erste Schuss geht daneben. Dann darfst du den zweiten Schuss mit Vorteil machen. Steady Aim als Bonus-Action.
Achso, der zweite ist dann eh sowieso, ne? Mit Vorteil. Ja, ja, ist ja der erste Angriff. Was war es für Geld? Nur der erste Angriff, der trifft, oder der erste Angriff, der durchgeführt wird? Das muss dieser gelenkendes Geschoss gemacht hat. Aber ich glaube, der erste Angriff. Ich glaube, du musst für den zweiten Schuss Steady Aim nutzen. On a hit, the target, ne. Ja. War made against this target before the end of your next turn has advantages. Ja, okay, ja, dann ist das vorbei. Okay. Dann musst du wirklich steady aim. Ja, das ist okay, hatte ich eh vor. Depp! 9 und die 8. Das trifft! Und dann ist der tot. Okay. Achso, oder gar kein Sneak drauf. Oh, doch, klar, weil ich Vorteil habe. Ja, genau. Ach, alles vergessen. Nie User dann, wenn du nichts mehr kommt. Nee. Ich könnte das Ding ja noch weiterhin angreifen, dann aber mit Nachteil. Richtig? Nö. Kannst du mal angreifen. Doch, mit Nachteil, weil du bist blind. Ja, dann mache ich mit normal. Weil reckless. Ja. Ich schlag jetzt komplett wild um mich. Das sind 2 Treffer und das Ding ist tot. Aber du nimmst noch den halben Schaden davon jeweils. Yes. Also vielleicht darfst du dir einmal. Genau. Darfst du noch einmal, quasi einmal die 14 davon nehmen, ne? Mhm. Und ich pick's halt einfach nur noch weg. Genau, es stirbt halt auf dem zweiten Treffer stirbt's halt erst, ne? Weil auf dem ersten nimmt es 7 Schaden, es hatte noch 9 Leben, da hast du die 7 genommen und auf dem zweiten Treffer kriegst du halt auch nochmal 7. Mhm. Okay, dann geht ihr wieder zurück auf die Karte. Nein, ich will nicht die ganze Karte verschieben, ich will nur euch verschieben. So. Warte, ich zentriere euch wieder, keine Sorge. Zentrieren, habe ich gesagt. So. Und der andere kam, dann, ich decke euch das schon mal auf, kam hier unten aus der Höhle. Ich muss die Tokens löschen, damit ich weiß, dass ihr die besiegt habt. Und dann bin ich mal so frei und ihr kommt hier an der Seite auf nochmal an so ein Tor. Das genauso ist wie das andere. Auch mit so einem Fallgitter. Mit so einer Winde dran. Möchtest du versuchen, die wieder aufzumachen? Miusa. Ich würde erstmal sagen, holt bitte die Leiter. Und voller Wut, ja, würde ich gerne nochmal versuchen, das Ding hochzuziehen. Dann machen wir mal einen Stärke-Check. Also einen Athletic-Check. Athletic. Nö. Nee, der ist zu schwach. Da bist du zu schwach für. Ich muss morgen wieder Training ausgelassen, ich merk's. Ja. Das andere war eigentlich noch diese Schmerzenschreie. Nee, als ihr den ersten Mantler getötet hattet, haben die schon aufgehört. Wir haben es erlöst. So, aber du kannst hier, warte, ich muss mal eben hier ein bisschen weiter aufdecken. Kannst du hier tatsächlich so ein bisschen Gebäude sehen. Ich mach mal hier so ums Eck. Das könnt ihr ruhig schon sehen. Ich muss mal eben ein bisschen da. Ach Mist, ich muss mal ein bisschen rauszoomen im Stream. Was ist denn die Turnout? Ach, ich habe die Turnout vergessen zuzumachen. Jupp. Fällt mir jetzt gerade erst auf. So. Wieso ist. So. Ja, dann kommt ihr wieder hier raus. Und seid wieder im Wald. Kiran! Ja. Du bemerkst, dass tatsächlich der Bär wieder in eurer Nähe ist. Kann ich überprüfen, was der jetzt möchte? Möchte der uns essen? Möchte der mehr essen? Da du Übungen mit Tieren umgehen hast, kannst du das Verhalten eindeutig zuordnen. Der scheint nicht aggressiv zu sein und nicht gewalttätig. Er scheint eher, du würdest schon sagen, ja, du wärst in der Lage, dich ihm zu nähern. Freund hat Essen. Du musstest den Bären ja füttern. Jetzt haben wir einen Bären an der Backe. Nein, Moment. Ich habe ein neues Haustier. Das geht von deinem Gehalt ab. Haben wir nicht Zeit, weil sowieso ein Bären in der Gruppe, wenn du ragst? Warte mal. Das warte ich ja. Ich bin ein Totembärenbaba.
Ach, das habe ich doch gerade gesagt! Ah. Ich würde mich dem Bären mal nähern. Er darf bleiben. Ihr habt zwei Bären. Der eine ist weniger behaart als der andere, aber... Ihr habt den Bären noch nicht mal gesehen, Leute. Ihr wisst nicht mal, dass da einer ist. Ich hab euch das nämlich nicht erzählt. Ich will ihn streicheln. Ich will auf ihn in den Kampf reiten. Nein. Oh. Okay, du gehst zu diesem Bär hin. Ich find's übrigens. Ja. Du näherst dich. Wie nah möchtest du an ihm ran? Auf wie viel Meter? So. Auf 20 Meter so. Mhm, das ist okay. Macht er erstmal keine Reaktion. Er beobachtet dich. Er wirkt nach wie vor nicht aggressiv. Ne? Ja, würde ich mich ihm weiter nähern. Mhm. Halt vorsichtig, ne? Nicht so aggressiv oder sonst irgendwas. Ich bin das Alpha-Tier, sondern ganz normal. Genau. Wenn du so auf ungefähr 10 Meter rankommst, merkst du, siehst du schon, dass der Bär sich aufstellt auf die Hinterbeine, sich so ein bisschen groß macht, aber auch da kannst du relativ schnell rausziehen, dass das kein aggressives Verhalten ist. Es ist mehr so ein: Pass auf, was du tust, ne? Mhm. Ich kann dich umwamsen, wenn ich will. Also ein bisschen Posen von dem halt, ne? Ich möchte kontern. Okay. Möchtest du kontern, möchtest du mit Auftreten kontern, dass du halt das nachahmst, oder möchtest du ihn einschüchtern? Kira, mach die Hose auf. Das Ding ist, das Witzige, es macht keinen Unterschied, ich hoffe beides plus 6. Nein, es macht einen Unterschied, wie der Bär dich wahrnimmt. Nein, ich würde es eher auf Performance machen. Okay, dann machen wir einen Performance-Check. Okay, du ahmst das nach auf eine kumpelartige Basis, sag ich mal, ne? So vor allem so, ey, yo, lass uns Lachse fangen gehen. Ich mach einen Balztanz. Nennen wir es noch, das wäre dann noch überzeugend gewesen, ne? Ja? Ich vergiss mich gleich, Alter, lass uns Lachse fangen gehen. Oh, da fällt mir jetzt blöde Gothic-Effers ein. Lasst uns Witch meine töten. Nee, Mai, ich habe eine kurze Frage. Ja? Wenn Kiran da zum Bären hingeht, das kriegen wir mit, ne? Ja. Ich sehe das ja. Mhm. Derzeit, während Kiran da sein "Ich bin auch so ein geiler Macker wie du" macht, würde ich mich da gerne hinsetzen und ein Ritual casten. Ja, was möchtest du casten? Mit Tieren sprechen. Okay, kannst du machen. Ich will mit den Bären mich unterhalten. Okay, ja, okay, das dauert eine Weile. Okay, naja, du kommst näher an den Rand. Du merkst auch so, er steht so, aber ist nach wie vor nicht bedrohlich, sondern ist neugierig darauf, was du jetzt von ihm willst. Ich muss mal gerade kurz was gucken, weil ich glaube nämlich... Richtig, ich caste einfach so Speak with Animals einmal for free. Mhm. Ja. Wow. Ich bin ein Waldläufer. Ich kann das ja halt. Aber ist es trotzdem nicht schlimm, du kannst dich halt später in das Gespräch mit einklinken, was die anderen nicht können. Ja. Okay. Mein Bär. Unser Bär. Okay, du kannst, du wirkst den Zauber, ne? Dadurch, dass dein Performance-Check gelungen ist, reagiert der auch nicht aggressiv auf deinen Zauberwirken. Hm? Ja. Er geht auch so langsam wieder in die Normalposition zurück. Hm. Ja. Guck dich an. Ja. Dann würde ich mich ja anfangen. Also ich habe den Spray schon gecastet. Hm. Was sagt man denn so zu einem Bären? Ich will jetzt eigentlich den schlechten Witz mit dem "Lass meinen Lachsenbruder machen", aber... Nee. Ist übrigens ein Schwarzbär. Also kein Bruno. Nee, kein Bruno. Er muss nicht erschossen werden. Okay. Lass den Bogen zurück. My time will come. Okay. Komm. Nein, also, Butter bei die Fische. Butter bei... Oh, wow. Jetzt hast du mich direkt wieder rausgebracht. Danke dafür. Für den angucken. Warum verfolgst du uns? Ihr habt Essen. Ja. Ja, ich hab Hunger. Ist das hier unten dein Territorium? Hier wohne ich. Also, das ist mein Wald. Auch wenn da mal anders war. Hm, so ist sozusagen deine Wood. Ja. Entschuldigung. Wir ignorieren das einfach.
Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Ja, gerne. Ja, ich würde davon die Geste machen, dass du mitkommen kannst. Ja, läuft hinterher. Oh, cool. Ja, da will ich mit den anderen, bis der Bär sich dazusetzt. Ja, aber er würde dann immer sagen so, ich habe schon lange keine netten Leute mehr getroffen, seit Weide hier war. Wer ist Waldi? Nicht Waldi, Weide. 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 Das war auch das, auf dem Schild, was ihr hatte, stattet, wenn ihr achtet auf, ihr betretet Weides Wald, ne? Das hattet ihr ja auch gelesen. Warte, ich gehe nochmal, ich sag euch nochmal, was ihr gelesen hattet, als ihr den ersten Mal den Wald getroffen habt. Siehe, Weides Wald schadet nicht, damit ihr nicht geschädigt werdet, also, ne? Das war die Einleitung, die ihr bekommen hattet. Auf dem Schild dann stand das drauf. Und dann sagte, wer ist das? Es ist die Herrin von diesem Wald. Ist sie noch da oder weil du in die Vergangenheit geredet hast? Ich glaube, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Zuletzt war sie im Turm. Ist dann nicht mehr rausgekommen. Und wo ist der Turm? Das ist dieser große Turm, den ihr hier in der Mitte sehen könnt. Das ist der einzige Turm, den ihr bisher begegnet seid. So irgendwo da hinten. Sind wir schon dran vorbeigelaufen? Na gut. Hast du einen Namen? Einen Namen? Ich habe mir nie einen gegeben. Brauchte ich auch nicht. So kann man sich natürlich ein bisschen besser identifizieren zu einer Gruppe. Lass mich mal überlegen. Hättet ihr einen Vorschlag? Wie heißt ihr denn? Ich hab legit gerade bei Bernd am Überlegen, aber ich, so wie er redet, ist er definitiv ein Manfred. An Manni. Ja. Manfred. Manfred. Können wir versuchen. Wenn es euch mein Name hilft. Ist Kiran. Kiran. Gut. Gut. Dann würde ich die anderen einmal eben in der Reihe oben vorstellen. Ja, Muser, dein Zauber ist jetzt auch durch. Ja, also, als ich wahrscheinlich bei Muser ankommen würde, würde ich da wahrscheinlich sagen, ich glaube, die ist auch ganz erpicht darauf, anhand dessen, was sie da tut, mit dir auch zu reden. Okay, cool. Dann würde ich lächeln. Hi, ich bin Miosa. Hi, ich bin Manfred. Schön, dich kennenzulernen. Ich gebe euch mal allen den Statblock. Den dürft ihr selber steuern, der begleitet euch jetzt hier unten. Bist du alleine hier? Manchmal. Manchmal kommen auch Leute. Aber das ist schon lange her. Ich meine, deinesgleichens. Nee. Nicht nur viele. Mag ich nicht so. Aber vor einiger Zeit war mal ein netter Mann hier. Er ist nach Norden gegangen. Und dann war er weg. Seitdem leuchtet das da oben. Ab und zu. Ah. Was für ein netter Mann. Kannst du ihn irgendwie noch beschreiben? Er roch nach Schinken. Bist du eins Zunge zu haben? Nach Honigschinken. Honigschinken. Honig habe ich nicht, aber ich habe ein paar Trockenbären. Ich bin auch ein Trockenbär. Ich würde in meine Tasche reingreifen. Nein, sowas. Hier. Ah. Und dann würde er die wegschlabbern mit seiner Zunge. Ja.
Oh, die waren giftig. Aber seiner Konstitution. Gib das schnell um. So. Was macht ihr denn hier eigentlich? Tiefer hinabsteigen. Warum? Weil jeder von uns gewisse Aufgaben hat. Warum? Weil die Aufgaben uns mitgeteilt wurden. Warum? Das weiß ich selber nicht. Warum? Weil ich nicht allwissend bin. Ach so. Ah, du meintest, dass ein Mann da war und seitdem leuchtet das ab und zu da oben? So, dass es aussieht, als wäre man draußen. Ist das da oben eine Illusion? Hm? Was ist eine Illusion? Da oben, der Himmel. Das war der schon immer da? Ja, natürlich. Okay. Es ist der Himmel. Hätte ja sein können, dass er erst schlagartig aufgetaucht ist. Der Himmel war schlagartig auftauchen? Was soll denn vorher da gewesen sein? Seid ihr blöd? Nein. Ich spreche von Magie. Damit kenne ich mich nicht aus. Mit Hexerei und Zauberkraft. Ja. Bitte umdrehen. So, wollen wir weiter? Hast du einen neuen Freund gefunden? Ich weiß es nicht. Der Bär würde dann zu Kieran rübertrappeln. Freund. Hm? Ja. Die da. Und er guckt so Richtung Musa. Ihr müsst auf die aufpassen. Sie versteht den Himmel nicht. Häng ich das mit? Nein. Und hatte Kieran mal einen Bären. Ich glaube, ihr würdet im Hintergrund einfach nur sehen, wie Kieran einfach so sich so auf die Zunge beißt, um mich zu hart zu lachen. Kann dir mal bitte mal jemand den Gefallen tun und das klippen bitte einmal? Ich hätte den Clip gerne einmal dazu. Das ist eine sehr schöne Szene. Ich weiß leider nicht, wie es geht. Bin schon dabei, ich mute mich. Danke. Ich mute mich kurz. Ja. Okay, was möchtet ihr tun? Kieran würde einfach nur noch den ganzen restlichen Teil, den wir neben diesem Bären verbringen, grinsend. Sehr belustigt, glaube ich, sich sehr intensive Gespräche, solange Speak with Animals noch wirkt, zu machen. Ich muss auch sagen, dass ich mich nicht immer mit ihm unterhalten kann. Okay. Ist das gleich die Wirkung aus ist und ich würde das dann so mit Handzeichen machen. Ihm so grundsätzlich Handzeichen geben, was ich damit meine, zum Beispiel Stopp oder wir schleichen oder. Das kann er fressen, so, ja. Dass ich verschiedene Anzeichen mit ihm da irgendwie also, ausmache. Was dir auffällt, ist, dass dieser Bär anscheinend eine erhöhte Intelligenz zu etwas erhöhte Intelligenz zu haben scheint als andere. Also normalerweise haben Bären eine Intelligenz von 2, der scheint hier irgendwo bei einer 6 zu sein oder so, ne? Mhm. Deswegen. Also ist der User etwas voraus. Die ganze von 13, du Pisser! Und eine Stärke von 20, das kann ich dir auch gleich zeigen. Ist okay, trotzdem verstehst du nicht, was der Himmel ist, ist okay. Ich möchte einmal anmerken, damit bist du schlauer als Kira. Alles klar. Kira hat eine negative Intelligenz. Hey, das ist übrigens geil, da passt der Spruch mit den 13, du Pisser, noch viel besser. Ich liebe die Sitzung heute. Wichtiger Punkt, genau, würde ja nicken, ist halt okay, macht so, ihr könnt am Ende, weil das Ganze ein bisschen, könnt tatsächlich eine Shortrest daraus machen. Gut so. Ich würde Kira mal kurz so anstupsen, darf man den Bären streicheln? Das würde ich ihn vorher noch fragen wahrscheinlich. Ja gut, dann, warum wollt ihr das tun? Der hat so schönes Fell. Wenn nicht, ist auch okay. Ich würde mehr oder weniger übersetzen. Ja. Warum nicht? Ist okay. Ich glaube, er sagt ja.
Jetzt sieht sie Miriel total grinsen und sie streichelt den so ganz, ganz vorsichtig. Oh, sehr schönes Fell und hört auch direkt auch so. Versuch's hinterm Ohr, das mögen viele Tiere. Okay, und dann machst du das direkt. Tiere gucken da nämlich nicht so an. Das tut gut. Also, oh. Die hohe Zunge hängt so halb raus, so. Er liebt es. Das ist gut. Okay. Du weißt schon, du darfst damit jetzt nicht mehr aufhören. Solange es geht, dann mache ich es, wenn er es möchte. Brauch mich nur mit der Nase anstupsen. Okay, der Bär schläft gleich ein. Okay. Dann möchte ich mal wissen, was ihr machen wollt. Ihr habt jetzt von dem Turm da unten erzählt? Genau, er hat euch von dem Leuchtturm erzählt, er hat von dem Turm unten erzählt und von der Herrin des Waldes. Und ihr seht noch eine ganze Menge Wald, der unter dem Turm weitergeht. Dann würde ich sagen, erstmal zum Turm, um zu gucken, ob die Herrin des Waldes noch lebt, um ihr mitzuteilen, dass der Bär sich Sorgen um sie macht. Er hat nicht gesagt, dass er sich Sorgen macht, er hat nur gesagt, er hat sie lange nicht gesehen. Für ihn ist das... interpretiert. Achso. Ja, so... Intelligenz von 13, Leute. Intelligenz von 13. Ja, okay. Ja. Alter. Ja. Ich geb dir gleich eine Stärke von 20. Du kriegst du Lightning-Bone ins Gesicht, das tut mehr weh. Und ich... Mit einer Geschicklichkeit von 16 weiche ich aus. Ist okay, Leute. Könnt ihr bitte... Vielleicht auch wieder mit dem Schwanzvergleich. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, ich hab das, was ich... Ganz kurz, ich muss eben ganz kurz zur Seite gucken. Einen Moment. Okay, wir können weitermachen. Meine Frau wollte nur eben noch eine Kleinigkeit von mir. Ich traue mich jetzt gar nicht, die zu waschen, ey. So. Wo wollt ihr hin? Als nächstes. Ich hatte das kurz noch nicht verstanden. Wollt ihr jetzt nach oben zu dem Leuchten oder runter zu dem Turm? Zum Turm. Okay. Dann kommt ihr da auch tatsächlich ohne große Probleme an dem Turm. Der wäre dann, hier ist der Eingang, genau. Den möchtet ihr wahrscheinlich öffnen, richtig? Ja. Ich muss eben lesen. Tick, tick, Feuerbombe, boom. Also dieser Turm, oh ja, sieht aus wie ein steinerner Baum, aus dessen Wänden verdrehte steinige Äste herausragen. 13 riesige Fledermäuse hängen wie Ornamente an diesen bröckelnden Ästen, ihre Flügel fest um ihre Körper gewickelt. Ihr könnt am Fuß des Turmes eine 12 Fuß hohe gewölbte Doppeltür aus behauenen Stein erkennen. An einem Seil daneben hängt ein Seil daneben. Ihr könnt sehen, dass in diesem Seil eine Glocke hängt. Ja. Genau. Mit Marlies am Seil der Glocke ziehen. Ja. Ja, es läutet. Und dann wird die Tür geöffnet. Und ihr blickt in das Gesicht eines Baumes, der quasi zu einer menschenartigen Gestalt geschnitzt worden ist. Ihr wünscht.
Wir würden gerne mit Herrn Wein oder Frau Wein sprechen. Ihr wünscht mit der Herren zu sprechen? Ja. Tretet ein. Und ihr werdet eingelassen in, ich decke euch das mal eben hier, ich decke euch das auf und dann fixiere ich euch zu dem Punkt. Ihr werdet dann auch, ihr seht die dann auch sofort, also sie kommt dann auch runter. Nein, das ist falsch. Ein Moment. Und dann erzähle ich gleich mehr. Dann gehen wir jetzt hier unten in die, zu diesem Punkt hier. Seid ihr fixiert? Nein, seid ihr nicht. Wieso seid ihr nicht? Achso, weil ich Steuerung nicht Shift gedrückt habe. Aha! Aha, da. Ja. Ihr blickt in das Gesicht daneben von einer Druiden. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was ist hier denn überhaupt für eine Kreatur? Eindeutig druidische Gestalt. Eine Elfe. Eine Elfin. Neben ihr läuft eine Täuschungsbestie. Unser Bär ist weg. Na, der ist doch dabei. Der ist noch dabei. So, ich glaube, der ist hier unten irgendwo. Ist ja auch egal. Das wird dann relevant, wenn Kampf kommen sollte. So. Genau, sie sitzt auf einem Thron aus gelbem Kristall, in dem sie gerade anscheinend noch aus der Meditation geweckt worden ist. Ihr kommt rein. Ja, sie schaut euch dann an. Ah, Gäste. Hatte ich schon lange nicht mehr. Womit kann ich euch helfen? Nun, mich würde es sehr interessieren, wie ihr diesen Wald geschaffen habt. Nun, ich habe diesen Wald nicht geschaffen. Dieser Wald wurde mir geschenkt. Und wenn ihr hier seid, wisst ihr auch, wer diesen Wald erschaffen hat. Alles da. Natürlich. Und eine weitere Frage hätte ich. Ich habe das Schild gelesen. Was passiert, wenn man den Wald aussehen schaden sollte? Wenn ihr meinen Wald schadet, werdet ihr dies mit gleicher Münze zurückzahlen. Jedes Wesen, das hier nicht sein sollte und nicht geduldet wird, muss vernichtet werden. Leider gibt es ein paar dieser Individuen hier, die ich noch nicht losgeworden bin. Hätte es sich da zufällig um Basilisken und Wesen, die sich tarnen können, als wären sie die Decke? Sagt, ihr habt die Mantler getroffen? Ja, wir haben einige davon bekämpfen müssen. Und wie seid ihr aus diesem Kampf herausgegangen? Ihr habt anscheinend überlebt. Aber was ist mit euren Gegnern passiert? Sie haben ihriges gelassen. Und du siehst, wie ein Grinsen über ihr Gesicht huscht. Das ist schön. Das ist sehr schön. Was sagt mir,
Wie könnte ich euch, was könnte ich für euch tun? Ihr habt mir unwissentlich einen Gefallen getan. Was führt euch in diesem Wald? Oder seid ihr nur auf der Durchreise und wisst nicht weiter? Wir sind eigentlich auf der Durchreise. Wollt ihr nach oben oder nach unten? Weiter nach unten. Okay. Dann kann ich euch gerne als Belohnung ein paar Informationen geben. Und wisst ihr, ich kann euch den Weg hinunter in die nächste Ebene sagen, die hier hinunterführen. Sowohl, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken hier, ich muss mal einmal ein bisschen scrollen, und zwar sagt sie euch, dass ihr, ich decke euch das mal auf, weil sie euch das erklärt, wo das ist. Hier oben, also so, ich mach mal immer mal so, Punkt, da oben ist jetzt ein kleiner Punkt aufgetaucht, oben rechts, das führt in die siebte Ebene. Und hier geht es in die sechste Ebene. Und jetzt so etwas linksseitig von euch, etwas über euch, quasi direkt über euch ist noch ein, also wenn ihr hier diesen Tunnelgang lang geht. Ich zoome mal eben kurz hier im Stream raus, damit man das auch sieht. Na, da ist 6 und da oben ist 7. Das sind die Ebenen, die ihr betreten könnt. Des Weiteren gibt es hier ein Tor, das ihr betreten könnt, um gewisse Ebenen abzukürzen, nach oben hin. Ihr seid bestimmt schon solchen Toren begegnet, oder? Ja. Es gibt 3 an der Zahl hier. Ich weiß, wo sie sind und ich weiß, wie man sie aktiviert. Aber nicht bei allen weiß ich, wo sie hinführen. Möchtet ihr diese Position haben? Sehr gerne. Gut, dann kriegt ihr noch die Position. Jetzt muss ich gerade mal eben kurz gucken, wo die entsprechenden Buchstaben sind, Zahlen sind und so. Das ist der falsche Bereich. Wo ist denn? Das ist 4. Ich muss mal eben gerade die Raumnummern suchen. Das ist 2. Das ist auch 2. Ah. 9. Hä? 1, 2. Okay. Ich muss mal eben 8, 7. Das ist gerade echt. Da ist 4. Es tut mir gerade leid, aber das ist halt so das Problem. Ah, da! Okay. Hier, da wo ich gerade aufdecke, da ist ein Tor. Da? Ja, genau. In dem Gebiet. Das würde sie euch betiteln. Philipp? Ja. Du bist der Torwächter, ne? I am the Gate Guardian. Für das Tor, da kannst du direkt eine Connection machen, weil das Ding, das Tor da oben aktiviert man, indem man mit einem Stock? Genau, mit einem Stock, mit einem Holzstück daran geht. Ah, so, wo ist das Stocktor? Wurde schon benannt. Ich hab's, glaube ich, einfach kurz die Raumnummer sagen, was das ist. Ich hab mir das, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Ja, das sehe ich nämlich auch gerade. Und zwar führt das
In Gebiet 12, auf Ebene 2. Der Raum ist das. Das Wachhausgedöns. Das? Ja, danke, danke. Das hilft, genau. Das hilft. Das ist jetzt die Ebene zwischen Ebene 5 und Ebene 2. Dann bekommt führt ihr... in den Wald auf Ebene... Das ist Raum 3b. Hier unten. Dann muss ich nochmal... Oh, warte mal, das ist... Was ist denn das? Sorry, was war das andere? 3b ist das hier, ne? Dann in ihrem Turm existiert noch ein Bogentor. Ja. Um 3b. Genau. Also hier in ihrem Turm, das ist im Raum 6i. 5, Turm der, schreiben wir Droiden. Ja. Das ist, das muss man, ach, das ist das, das man dreimal mit einem Stab berühren muss. Das Ding führt auf Ebene 3. Das Tor hattet ihr auch schon gefunden. Ich brauche nochmal ganz kurz die Raumnummer von dem von dem Droidenraum. 6i. Um 6i führt dann eben die 3, schreibe ich da einfach. Hm. Den habt ihr schon gefunden, das Tor. Das gegenüberliegende Tor. Das ist das oben bei Ebene 3, Raum 15b. Wo ihr dreimal das Ding antippen musstet mit dem Stab. Ich merke, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nee, das hattet ihr aber rausgefunden, weil ja die drei toten Figuren da rumgelegt haben. Ja, deswegen. Das war, was so sehr willkürlich war, diese drei. Nee, die Leute hatten sich einfach drei Leichen hingelegt, damit sie sich die Zahl 3 merken können. Wow. Und das letzte ist hier im Raum in Ebene 9. Ebene 9. Oh ja, okay. Da muss ich mal eben ganz kurz was auf den Layer verschieben. Weil das dürft ihr noch gar nicht sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall vernünftig viele Tore in andere Ebenen. Also hier, ja. Was ich jetzt gerade aufgedeckt habe, hier an der warte, ich zeige euch. Hier, da ist, das ist Raum 9. Da ist auch noch ein Tor. Genau. Und zwar, ich muss das nämlich eben lesen. Genau, da weiß sie nicht, wo das hinführt. Aber das tiefer führt in die Ebene. Raum 9 führt tiefer. Um das zu aktivieren, muss man die Tanz... Also das, auf diesem Tor sind tanzende Zwerge abgebildet und man muss man muss halt quasi diesen Tanz nachtanzen, der darauf abgebildet ist. Das dauert ungefähr eine Minute. Dem Portal auf Ebene 5, Raum 9 führt tiefer und muss dafür die Bewegung auf dem Tor nachtanzen. Ja. Und sie sagt euch, aber dieses Tor ist in dem Hort eines Drachen, der hier haust. Auf dieser Ebene. Ihr solltet ihm Respekt erweisen. Und haltet euch von den Wehrfledermäusen fern. Vielen Dank für die Information. Moment, ich muss jetzt einmal ganz kurz in dem Tor-Ding was korrigieren. Ich spiele einmal meine Infos rein, die ich bisher hatte. Mal eben ganz kurz nochmal auf. Ich komme gleich wieder. Schwupp. So. Wenn jetzt Sachen doppelt in dem Torbogen stehen, dann korrigiere ich das bei Gelegenheit, aber nicht jetzt. So, ich muss mal gucken, im Stream sind wir auch gerade alles ziemlich durch hier. Ich mach mal eben so. Okay. Ja. Was möchtet ihr tun? Auf jeden Fall vielen Dank für die Information. Nun, ihr habt mir mit dem Erschlagen der Kreaturen einen Gefallen getan. Diesen erwidere ich euch. Es soll niemand sagen, dass ich nicht dankbar bin.
jedenfalls mehr großzügig. Und solange ihr Freunde des Waldes bleibt, seid ihr geduldet. Und die Kreaturen dieses Waldes sollen euch keinen Schaden zufügen. Wir scheinen uns hier auch ganz gut mit einem Bären angefreundet zu haben. Mhm. Wenn das so ist. Zumindest scheinen sich zwei Leute mit ihm gut unterhalten zu haben und schaut auf Musa und Kiran. Ich habe nur leider nicht verstanden, was sie mit ihm besprochen. Dann geht. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich habe noch eine Frage. Wenn es sein muss. Wisst ihr was von... Ah nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Ach nee, dann vergiss, das wurde okay. Nicht geteilt. Die Information mit dem Mann und dem Leuchten. Ach so, ja. Das wäre die Frage gewesen, ob das geteilt worden wäre. Ich frage Kiran und Mirza. Okay, Wolf ist muted. Ich bin da, aber warum ich? Hattest du denn das Gespräch auch mitgekriegt mit dem Leuchten? Was der erzählt hat? Ich frage, aber du warst ja in der Nähe. Er saß ja die ganze Zeit neben mir, als die beiden sich unterhalten haben. Also du hättest das ja mitgekriegt. Okay. Ja gut. Deswegen war die Frage, ob... Oder hättest du das als unwichtig abgetan? Ich bin da. Nee, schon. Also wäre die Info geteilt worden? Ja. Okay, dann kannst du deine Frage stellen. Ja. Wisst ihr was von einem Mann, der sich hier in diesem Wald noch aufhalten soll und irgendwie komische Lichter erzeugt? Nein. Die wenigen Reisenden, die hierher gekommen sind, dienen den Wald jetzt auf andere Weise. Und sie kriegt so ein leichtes, hinterhältiges Lächeln. So wie er und zeigt in Richtung dieses Baumes. Nein. Oder? Sie nähren den Wald. So, wie es immer sein sollte. Wir werden dem Wald nicht schaden. Und dabei streichelt sie so mit einer Hand so ein bisschen so die Täuschungsbestie neben ihr. Nicht wahr, Krisan? Alles ist in natürlicher Ordnung. Der Wald ist wunderschön. Wir wollen auch eure Zeit nicht weiter verschwenden. Verzeiht die Störung. Ach, dafür nicht. Kehrt doch gerne mal wieder. Es wäre schön. Es war sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Das freut uns. Wenn wir das nächste Mal auf der Durchreise sind, schauen wir gerne wieder vorbei. Oh, das hoffe ich doch. Und vielleicht verweilt ihr noch ein bisschen länger dann bei uns. Bestimmt. Na kommt, Leute, wir müssen leider weiter. Und ich würde gehen. Ich gehe. Das hat schon wieder solche fette Vibes.
Bevor das anfängt, gehe ich. Wo möchtet ihr denn? Hätte nicht auch nur Druiden mit schlechtem Timing? Wo möchtet ihr denn jetzt hin? Weg von dem Turm. Da war noch ein Mann, der Leuchten erzeugt. Yes. Okay, ihr wollt zu diesem Leuchten. Ja. Mhm. Da müsst ihr hier oben hin. Genau. So, und dann decke ich hier mal eben auf und ihr seht dann tatsächlich, dass hier ein Leuchten entsteht. Im Wald. Also ein kleiner Lichtpunkt, der immer wieder zwischen den Bäumen auftaucht.